weit weg von zu Hause. Hör dir die Funknachricht der Detektiv Valentine an. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Fallout 4 und wir spielen ab sofort das DLC Far Harbor. Ja, und ich bin jetzt zum ersten Mal hier wieder reingejoint. Ich muss auch mal gucken, ob alles noch so steht. Denn es hatte erst lange Zeit nicht funktioniert. Ich habe mich auch nicht großartig gekümmert, da ich zurzeit auch noch andere Spiele zu spielen hatte. Jedenfalls ist der immer beim Laden des Speicherstands abgeschmiert und im Endeffekt musste ich alle Mods deinstallieren, und das hat auch alles nichts gebracht. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass es eigentlich nur an einer Kleinigkeit lag, also an einem kleinen Mod, dem No Dot Dot Dot. Das ist der Mod, der hier im Menü die drei Punkte am Ende entfernt, wenn die Namen zu lang sind, und stattdessen einfach die Schriftgröße so weit verkleinert, dass der komplette Name ausgeschrieben hier reinpasst. Wie zum Beispiel hier sieht man das. Passwort der Bürgermeisterin von Jamaica Plain ist jetzt kleiner geschrieben als zum Beispiel Notiz oder so. Und normalerweise würde dann nur stehen Passwort der Bürgermeisterin Punkt 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 oder so. Ja, der Mod, der hat nicht mehr funktioniert. Ich habe ihn jetzt auch wieder hinbekommen, dass er funktioniert. Dafür musste ich irgendwie eine SWF löschen. Ich glaube, die hieß Hubmenü. Danke, dass du mir geholfen SWF hast, oder so. Und ja, jetzt klappt wieder alles. Gut. Und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal los mit dem neuen DLC. Nachdem ich einmal kurz geschaut habe, denn ich hatte beim letzten Mal noch vergessen, dass ich hier noch was anderes habe. Hier Augenbot-Kapsel. Was weiß ich, was das ist. Aber das habe ich irgendwie noch nicht gebaut. Warum auch immer. Die Frage ist, wo baue ich das hin? Erstmal. Ich glaube, ich baue es einfach mal hier hin. Vielleicht baue ich es hier hin. So, ich will es nicht groß. Ewig und drei Tage. So, was kann ich hier machen? Hier kann ich gar nichts machen. Interessant. Achso, ich brauche Strom. Dann machen wir das nochmal. Hallo? Wie ging das? Space. So. Jetzt funktioniert das auch. Kann ich die vielleicht noch ein kleines Stück verrücken? Ich bin da immer etwas. So, dass die nicht ganz so im Baum steht. Gut, lass ich erstmal hier stehen. Schau mal, was das Ding kann. Ja, geh mal ran da. Denn ich will ja nach Komponenten scannen. Aha. Nach Munition scannen. Welche Munition nutze ich denn? Fusionskerne. Mini-Atombomben. Ich glaube, ich scanne mal nach 308er. Ich glaube, ich scanne mal hier nach... So. Ja. So, einmal raus. Was passiert jetzt? Ach. Cool. Und das wird mir dann irgendwie in mein Lager gepackt, oder was? Schätze ich mal. Der fliegt ja jetzt davon. Ja, schön. Alles. Was ist das denn hier?
Habe ich da etwa was vergessen wegzuräumen? Das entferne ich direkt mal. So. Einmal gespeichert. Gut. So, die Aufgabe lautete jetzt, ich soll ein Funksignal abhören. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall, klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Okay. Ach Gott. Ja, also das... immer mit Escape... Huch. Immer mit Escape rausgehen. Das wird mir, glaube ich, wieder öfter passieren. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass man hier mit Tab rausgeht. Ich wiederhole. Aus den Menüs. Ja, wenn ich jetzt hier was mit... Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Ich habe jetzt zur Zeit noch die Ada, die mit mir rumläuft. Die ist ja sehr gut im Schießen. Eine gute Unterstützung, die auch nicht großartig dumme Sprüche macht, wenn ich irgendwie was unter den Nagel reiße. Aber ich würde sagen, ich quatsch mal den Nick an, dass der vielleicht... Das ist schon... Wo ist der überhaupt? Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Wo ist denn der Nick? Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Ja. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Ich brauche mal den Nick. Hallo? Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Kommen Sie mal bitte Valentine ran. Mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Wo ist er denn? Ich wiederhole. Schön, die Rüstungen sind auch noch alle da. Das gefällt mir. Hier spricht Ellie Perkins. Danke für deine Hilfe. Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Will ich nicht. Wir haben einen neuen Fall. Klingt Och dringend. Mann. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. So. Ich wiederhole. Ja, ja, ich komme ja. Ich habe auch noch alles Ellie an, Perkins sehr gut. Von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Nick, da bist du ja. Dort hier könnte man wohl durchaus ein paar Kronkorken verdienen. Ich warte doch. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Hör mal. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine ja. mit einer Nachricht für Nicks Partner. Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Mit dir? Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Ja, hau rein. Gehen wir. Gut, gehen wir. Hier spricht Ellie Was? Achso, Ada, ja, du bleibst natürlich hier. So, dann schaue ich mal kurz, nehme ich meine Rüstung mit. Ich wiederhole. Die stehen auch noch alle da. Hier meine. Hier spricht Ellie Perkins. Mein kleiner Schatz, meine schönen S01. Wen es interessiert, wo man die ganzen S01 finden kann. Oder wo ich sie alle gefunden habe. Der kann sich gerne. Sekunde mal. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nacht. So. Der kann sich gerne mal mein Special auf meinem Kanal dazu angucken. X01 Power Armor Locations. Findet man auch eigentlich ganz leicht auf meinem Kanal. Man muss einfach nur mal nach dem meistgesehenen Video gucken. Dass jenes welches ist. Okay, ich würde sagen, ich nehme mal hier die Power Armor mit. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche, aber wenn wir jetzt nach Far Harbor reisen und ich weiß nicht, ob ich, wie schnell man hierhin zurückkommt. Das ist ja... irgendwo völlig woanders. Ach, was ist das denn hier eigentlich? Hey, hier ist irgendwie meine Ordnung durcheinander gekommen. Da fehlt eine Dingens. Die müsste da oben sein. Da unten fehlt eine, also irgendwie. Naja, egal. Gut. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Dann würde ich sagen, gehen wir mal geschwind nach. Wo müssen wir denn hier? Map. Da, Karte. Was habe ich denn hier noch? Ne, wir haben. Ja. Wir haben ja alles abgeschlossen, komplett alle Missionen, die es so gab.
Hier nochmal kurz durchschauen. Hier habe ich. Ich bin auch aussortiert. Sieht so aus. Hab nur noch meine schicken Waffen dabei. Das ist auch die richtige Munition, oder? Ja, genau. Gut, also für die Waffe sucht er Munition. So. Alles klar. Wir gehen mal zur Detektei. Das wäre. Wo wären das eigentlich? Gut. Wir reißen. Warum ist das. Hä? Guck mal, das Bett ist jetzt in grün. Vorher war das immer ein normales Bett und da wurde immer die Textur nicht nachgeladen. Oh, das ging immer schnell. Ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Was? Ich soll wieder irgendwas verteidigen? Nö, danke. Kann ich auch gerne mal drauf verzichten. Wir kaufen und verkaufen hier alles, und zwar an jeden und von Weißt du, eine Schrotflinte ist eine gute Versicherung gegen Raider. Aber alles klar. Eine Menge anderer Möglichkeiten. Ja, ja. Zeig mal. Klar, ich schau mal, was du hast. Selbstschutz. Würde mich mal interessieren. Ich meine, Kohle haben wir ja. Was sagt die Munition? Eieiei. Hier haben wir nämlich nicht mehr viel von, also holen wir uns mal hier alles. Habe ich noch Wasser im Inventar, was ich verkaufen kann? Wo war das denn immer, das Wasser? War hier, ne? Ich glaube. Ich habe es schon wieder alles vergessen. Na gut. Sonst irgendwas noch, irgendwas Neues hier, was ich. Was ich gebrauchen könnte. Nö, okay. Na. Ah. So viel dazu. Ist bei dir was Interessantes? Okay, schätze, wir können ins Geschäft kommen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Alles, was du brauchst. Ich weiß, dass auf jeden Fall als letztes brauchte ich ballistische Faser ohne Ende. Finde ich hier sowas? Nee. Manchmal. Gut. Jetzt aber. Nick, wo muss ich hin? Wo muss ich nochmal hin? Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet's nicht dort. Hier, oder? Schlagholz! Wer braucht ein Schlagholz? Genau, hier ging's lang. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Na, aber immer doch. Für Gefahr und Nervenkitzel bin ich immer zu haben. Ich fürchte, wir haben nur schwer verdiente Kronkorken zu bieten, Schätzchen. Wie dem auch sei. Der Kunde ist ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano? Kenji Nakano? Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job mehr. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Na gut. Hier. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten.
Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Ja, was hat er denn gesagt? Komm schon, Ellie, aus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Nein, ich erinnere mich nicht mehr genau. Bitte? Und ich will die Untersuchung nicht von Anfang an in eine falsche Richtung lenken. Warum? Wieso nicht? Sag mal, ich hab doch Charisma. Was soll das eigentlich? Na gut. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an. Ja, langer Fußmarsch, ja, werden wir sehen, ne? Kommt drauf an. Wir nutzen die Schnellreise. Denn ich will endlich wieder loslegen. Meine Güte, so eine lange Pause von Fallout. Ich freue mich so. Ist ja echt wie Ostern und Weihnachten hier. The Witcher geht weiter, Fallout geht weiter. Momentan meine absoluten Lieblingsgames. So, wo sind wir denn? Wo müssen wir denn hin? Daten. Reise. Wohin? Dahin. Gut, Landhaus an der Küste. Würde ich sagen, begeben wir uns da mal hin. Das von General Atomics International vor dem großen Krieg entwickelte Robohirn verwendet als einziges Modell tatsächlich ein organisches Gehirn als Zentralprozessor. Das wissen wir ja schon, aber schön mal hier wieder was Neues zu sehen im Ladebildschirm. Den kannte ich noch nicht. Okay. Na, boah, was sind denn hier für viele Leute? Ach du Heiliges. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Mal. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. 14 Leute und 6 Betten. Heiliges Blechle. Heiligsblechle. Na gut, aber das soll mir gerade mal egal sein. Wir reisen jetzt einfach. Ich will das DLC jetzt spielen. Da sollen mich doch die Siedlung alle mal gern haben. Die sollen ihre Probleme mal selber lösen. Ich bin da nicht für alle da. Wo kommen wir denn da hin? Das waren die 5 Stars. So, wir haben natürlich auch noch den Mod True Storms und so drin, darum hier auch der ich weiß nicht, ob es jetzt von dem an der Mod liegt, dass hier jetzt so schön neblig ist, aber der hat ja Leute, ich erzähle euch jetzt mal eine kleine schicke Wettereffekte. Effekte. Also, und Dings ist natürlich auch drin hier, Vivid Fallout, der Vivid Texture Pack mit 2K Texturen, meine ich. Dass ich die, ja. Es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass dank der Hilfe des Vault-Bewohners Billy wieder mit seiner Familie vereint wurde. Geschichten mit Happy End gibt es nicht allzu oft. Also hoffe ich, dass euch die hier ein richtig gezaubert hat. Wenn ich einen Jetpack habe, sonst würde ich hier, glaube ich, ewig rumhampeln, um hier hochzukommen. Bleibt weiter auf der Frequenz, Leute, und genießt Diamonds. Sag mal, bin ich überhaupt noch richtig? Das sieht mir. Als nächstes kommt Bing Crosby mit einem Rat, den jeder beherzigen sollte. Accentuate the positive. Wo bin ich? Oh, ich bin schon außerhalb der Ach so, ich muss da auch hin. Alles klar. Now ich verstehe. Now ich verstehe. Now I understand. Jetzt I understand. Was wollte ich sagen? Jetzt kann man hier also tatsächlich weiter. Und das scheint die Hütte zu sein. Was mich interessieren würde. Gibt es hier noch mehr zu entdecken als nur
diese Hütte. Du kannst nicht in die Richtung gehen. Alles klar, also es ist ein sehr schmaler Grat, der hier freigeschaltet wurde, scheinbar. Es fängt an zu regnen. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Wir gehen da sofort rein. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich auch in dieses Haus da komme. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Solange du das Zeug trägst. Ach, jetzt fangen die Sprüche wieder an. Naja, die habe ich ja gar nicht vermisst. Hier mal rein. Lass mich mal rein. Danke. Ach, guck mal. Das kennen wir doch. So. Wir nehmen natürlich wieder alles. Ach so. Ist der Mod eigentlich noch aktiv, dass ich so viel trage? Ja, das ist hervorragend. So. Kann ich ja wieder den Loopfinger sausen lassen. Was? Dieses liebevoll aufgestellte Bild eines Leuchtturms wirkt hier fehl am Platz. Bilderraum untersuchen. Du findest einen im Rahmen versteckten Schlüssel. Oh, das ist aber auch neu, sowas. Was hatte ich auch noch nicht. Das ist ja interessant. Der Schlüssel ist ja nur die halbe Miete. Wenn ich das Schloss noch finde, dann macht das Ganze natürlich mehr Sinn. Schloss. Safe, womöglich. Wo bist du? Ah, ich glaube, das ist der Safe. Opas Notiz. Bootshausschlüssel. Klebeband. Nehmen wir natürlich. Oh, guck mal da. Was haben wir denn da? Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen. An dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Okay. Also die Geschichte nimmt langsam Fahrt auf. Anscheinend geht es hier um die Tochter des Großvaters, die Kasumi, an die er hier auch diesen Brief gerichtet hat, den man vermutlich gerade schon gelesen hat, wo ich ihn auf hatte, ging nur darum, dass sie den Schlüssel hier im Bootshaus findet. Da stand jetzt nichts Weltbewegendes drin, sonst hätte ich ihn jetzt noch vorgelesen, aber der ist schon überfällig, nachdem wir den Schlüssel ja schon gefunden haben im Bilderrahmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Großvater. Wir wissen wohl schon, warum er uns beten wird. Nach seiner Enkelin. Ja, Enkelin, ne? Wenn es Großvater ist, nach seiner Enkelin zu suchen.
die wohl denkt oder die wohl eine Synth zu scheinen sei. Was red ich? Die scheint ein Synth zu sein. Und ja. Versucht jetzt ihrer selbst zu finden. Sich selbst zu finden. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Wo gehen wir denn rein? Gehen wir vorne rein, gehen wir hinten rein. Ist egal. Wir sollten möglichst schnell zu den Arcanos gehen und herausfinden, worum es in ihrem Fall geht. Ja, wir sind doch schon da. Aber ich, guck mal, ich höre mir immer erstmal gerne hier die Sachen an. Guck mal, ja. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Okay, gibt's ja sehr viele Bänder. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay, ihr Funkname ist Ohmsches Gesetz. Das kommt übrigens nicht von Oma, das Ohmsche Gesetz. Sondern von Ohm. Kasumis Tagebuch, neues zum Projekt Funkgerät. Die Reichweite von diesem Ding ist schrecklich. Nichts als Rauschen und gelegentlich das verrückte Gefühl, dass das Gerät mit mir spricht. Urk oder Arg. Ich werde versuchen, die Deckungsbandbreite zu erhöhen. In Großvaters Bootshaus gibt es viel... Warte mal, weiter. Elektronik in diesem nautischen... In dieser nautischen Navigationstechnik, mit der er experimentiert hat, muss es bestimmt was geben, was weiter entfernte Frequenzen empfängt. Wo ist nur wieder mein Schlüssel für den Safe? Ja, das wissen wir ja. Aber da drin ist eh nichts, außer ein bisschen Klebeband. Und deine eigene Funknachricht. Okay, hier. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Hm. Könnte... eine Szene aus dem Institut sein? Oder so? Ich weiß es nicht. Noch weiß ich es nicht. Gut, ich nehme jetzt nicht alles mit, aber fast alles. Hier noch irgendwo... Okay, ich glaube, wir haben jetzt erstmal... Ich hoffe, ich habe nichts übersehen an... Bändern. Wir schauen hier nochmal. Der scheint ja nichts dagegen zu haben, wenn wir ihn looten. Cool, dass er uns hier alles Projektprotokoll. Lässt. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Ich... Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kasumi. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich... Ich habe Nein gesagt, ich... Du hast deinen Partner mitgebracht? Gut, je mehr Augen, desto besser. Na toll. Okay. Ich hätte gern das Band noch zu Ende gehört.
gebe dich auf, Papa. Okay. Gut, das Band ist jetzt vorbei. Ja, was sagen wir denn? Bringen wir es schnell hinter uns? Wir sind hier, um zu helfen. Erzähl uns, was passiert ist. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Das spielt jetzt keine Rolle. Du musst mir helfen, meine Tochter zu finden. Ja. Was? Wir sind hier, um zu helfen. Erzähl uns, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Und die Alte ist ziemlich feucht. Sie einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Es ist also doch die Tochter des Vaters. Und also wir haben den Auftrag vom Vater, meine ich natürlich. Natürlich ist es die Tochter vom Vater. Aber ich dachte, es wäre vielleicht der Großvater, von dem wir hier den Auftrag erhalten haben. Dem ist aber nicht so. Was? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Alles. Reden wir über das Geld, Nachforschungen, Vermissten, bla 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 bla. Ich habe mich schon mal umgesehen. Ich glaube, ich weiß, was mit Kazumi passiert ist. Ach so? Ja, warte mal kurz. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ne, sie ist doch noch Fahrhaber vermutlich, ne? Ich habe mich schon mal umgesehen. Ich glaube, ich weiß, was mit Kazumi ist. Wie ich da jetzt drauf komme? Wirklich? Was hast du herausgefunden? Wo ist sie? Ich glaube, ich weiß, wo Kazumi ist. Ein Anordnungsfahrhaber. Warte mal. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Nun. Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Wenn sie nicht ausgetauscht wurde. Es ist egal, ob deine Tochter ein Synth ist. Sie ist auf jeden Fall jemand, der Hilfe braucht. Ja. So funktioniert das mit den Synths, Mrs. Nakano. Sie ersetzen Menschen. Es könnte erst kürzlich passiert sein. Ich kenne doch meine eigene Tochter. Sie ist kein Synth. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kazumi gegangen ist? Ja. Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Das ist gut. Ich gehe der Sache auf den Grund. Das ist verrückt. Ich fahre auch nicht in so einer Rostschüssel. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Und das Nun gut. Das ist verrückt. Ich fahre doch nicht mit so einer Rostschüssel. Ich würde diesem Boot mein Leben anvertrauen. Mein Vater hat bis zu seinem Tod jeden Tag daran gearbeitet. Und mehr kann ich nicht bieten. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ja, mein Partner ist noch etwas nervös. War noch nie auf einem Boot. Wir kommen später wieder. Was? Wieso müssen wir das jetzt hier unter... Naja, warte mal. Ich wollte noch eben hier... Und ihr hört... Hallo? Test?
Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Da ist auch noch eins. Das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sich später braucht und so. Nichts als Rauschen. Gatsumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe. Komm gleich! Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Vielleicht habt ihr es ja schon gehört, Leute. Gut. Ja gut, das muss ich jetzt nicht nehmen. Hier, warte mal, hier war noch eins, ne? Hallo. Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Ist das jetzt so leise? Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Naja, gut. Okay. Wir quatschen ihn nochmal an. Bist du jetzt bereit, mein Boot zu nehmen und meine Tochter zu finden? Ja, Mann. Eine Bootsfahrt! Kriegen wir auch sie, Ungeheuer zu sehen? Ich weiß zwar, dass das Meer alles andere als sicher ist, aber das Schiff wird dich heil dorthin bringen. Zumindest hoffe ich das. Oh. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel. Aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. Mein Partner ist manchmal etwas taktlos. Aber was? Wir gehen der Sache auf den Grund. Das verspreche ich euch. Mr. Nakano? Finde Kazumi. Bitte. Achso, ich wollte gerade sagen, ja. Was war gerade? Was stand da gerade? Zuflucht? Railroad? Wie? Was? Was? Berichte der Railroad von der Sinn-Zuflucht? Warum? Ja, die können mich mal gerne halten. Also jetzt erstmal nicht. Ich hier Railroad habe ich genug hier. Gut, wir fahren. Nick, komm. Nick. Ja, immer muss man warten. Gut. Auf. Cownworth verlassen nach Far Harbor reisen. Aber sicher auf zu fernen Gestaden. Ohne Nick. Nick, wo bist du? Nick. Sag mal, ist der denn bescheuert? Kommt der vielleicht bald mal? Ich will hier nicht alleine reisen. Ich dachte, ich könnte hier... Na gut.